Wir sind gerade mitten im Quatschen hier wieder mit unseren Zuschauern. Tolle Zuschauerrunde heute. Ja, stellvertretend für unsere Facebook-Fans, eine Viertelmillion mittlerweile eingeladen zum Frühstück heute. Und du hast gerade was ganz Tolles gesagt, Burkhard, ne? Was du am Frühstücksfernsehen so magst. Erzähl. Ich finde das so offen wie... Oh Gott, entschuldige bitte. Kein Problem. Entschuldige bitte. Mach einfach wie eben. Ich finde es halt schön, dass ihr offen seid, dass hier nichts gestellt wird, dass ihr jeden Morgen quirlig seid. Ja, das ist spontan, das finden die Zuschauer wohl alle schön an euch. Deswegen habt ihr auch so viele Facebook-Zuschauer. Also man hat auch irgendwie das Gefühl, dass man jeden Morgen mit euch frühstückt. Ja, genau. Egal, ob man hier ist oder ob man zu Hause vorm Fernseher sitzt. Ja, du bist zum Beispiel Studentin. Wie sieht es bei dir aus? Wann stellst du den Fernseher an? Schon im Bett oder? Es kommt drauf an, wie es halt kommt. Ja. Meistens, meistens gleich beim Aufstehen und dann läuft er nebenbei und dann kann man einmal die Nachrichten sehen und dann geht's los in den Tag. Dann geht's los, Rambazamba hier, quasi geregeltes Chaos. Das hast du auch gesagt, findest du völlig okay. Super. Es ist genau, ich habe immer das Gefühl, ihr gehört einfach zur Familie. Oh, wie Nein, schön. Nein, wirklich, da muss ich mich direkt mal drücken. Ja, genau so soll es sein. Das Gefühl wollen wir irgendwie vermitteln. Ist so. Ja, und du, Gerd, hast versprochen, wir kündigen es hier groß an, du singst noch. Ja. Machst du das beruflich oder? Nein, nebenberuflich. Unter der Dusche? Unter der Dusche angefangen und ich habe eine eigene Band und eine reine Coverband und wir sind halt viel unterwegs. Und dann habe ich mir gedacht, ich springe zu dem Thema Sommerfrühstück, bringe ich halt ein Lied mit, um euch den Tag zu verschönern. Mitdenkende Zuschauer auch, ja. Ist großartig. Nein. Aber vom mitdenkenden Zuschauer, Lena ist auch ganz süß, hat uns Marmelade mitgebracht. Was ist die Geschichte hinter diesem Gläschen? Naja, ich habe meiner Mutter erzählt, dass ich zum Frühstücksfernsehen gehe und dass wir dort gemeinsam frühstücken. Und dann hat sie gleich an die selbstgemachte Pflaumarmelade gedacht. Siehst du, auch das wieder Familienfernsehen. Ja, genau. Total schön, euch alle kennenzulernen, dass ihr heute da seid. Danke. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Ja, wie Bombe. Wie Bombe. Matze, du auch. Na klar. Familienfrühstück heute Morgen hier bei uns. Schön, dass wir nicht nur dort am Tisch Gäste haben, sondern einen wunderbaren Musiker da haben, ein neues Familienmitglied, Alex Diehl, guten Morgen an dich, guten Morgen an deine Band. Schön, dass ihr da seid und zwar mit seinem Debütalbum. Hier ist es, will ich Ihnen noch mal ganz kurz zeigen. Ein richtig schönes Ding ist am 8. rausgekommen. Gleich gibt's Mucke von Alex Diehl. Vorher sage ich Ihnen aber noch ganz kurz, womit es hier gleich weitergeht. Und zwar mit einem Mann, den Sie auch ganz, ganz lange kennen, Bastian Pastewka. Er ist zurück als Pastewka. Wie viel von ihm tatsächlich in der Rolle steckt und welche kleinen Macken seine Kollegen uns über ihn verraten haben, das sehen Sie in wenigen Augenblicken hier im Sat.1 Frühstücksfernsehen. So, und jetzt gibt's Mucke. Alex Diehl, gestern Abend habe ich ihn noch live gesehen bei der Music Meets Media Party in Berlin. Da bist du lange unterwegs gewesen und heute früh aufgestanden. Danke euch allen dafür. Ein Platz für dich. Viel Spaß. Komm, erzähl, was ist passiert? Setz dich zu mir. Lass alles los. Ich hab gehört, es läuft nicht gut. Ich höre dir zu. Sag mir, was fehlt. Alles, was jetzt kommt, was du schon längst. Es sind nur Worte, die ich hab, doch ich mein's ernst. Ich hab immer einen Platz für dich. Ich hab immer einen Platz für dich. Ich hab nicht viel, doch was ich hab, teil ich mit. Du hast immer einen Platz bei mir. Du hast immer einen Platz bei mir. Wenn es Freundschaft ist, dann kriegt man sie nicht klein. Egal was war. Und wenn es Liebe war, dann bleibt ein kleines Stück für immer da. Und alles war sehr. Es sind nur Worte, die ich hab, doch ich mein's ernst. Ich hab immer einen Platz für dich. Ich hab immer einen Platz für dich. Ich hab nicht viel, doch was ich hab, teil ich mit dir. Du hast immer einen Platz bei mir.
du hast immer einen Platz bei mir. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben. Und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.